habe ich trotzdem den Konter. Oh! Mega Heal! Oh, Alter! 29! Jawohl, Boris, halt dich hoch! Jawohl! Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Darkest Dungeon 2. Beim letzten Mal haben wir den Leviathan besiegt. Deswegen schauen wir erstmal ins Inventar rein. Und rüsten ein paar Items noch aus. Das zum Beispiel könnte ich auf ihn hier machen. Aktuell habe ich nicht mehr als 75. Ist das schon nicht schlecht. Oder die hätte ich es auf Boris machen können. Auf ihn kann ich auf jeden Fall noch machen, dass er mehr Heilung verursacht. Weil das brauchen wir ganz dringend. Die sind alle ganz schön abgekackt. Ja, Fahrt geht weiter. Wir gehen Richtung vom nächsten Gasthaus. Der Leviathan hat uns ganz schön viel Lebenskraft gekostet. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier die nächsten Kämpfe überhaupt ordentlich überstehen können. So, was gibt's hier? Wie sieht denn die Fackel aus? 85. Wir könnten mitnehmen ein Rad. Fackelpower. Ich glaube, ist am sinnvollsten, wenn wir das mitnehmen. Ja, das kann die zwar nicht leiden, aber das Rad mitzunehmen ist nicht schlecht, gerade wenn wir das dann nicht reparieren müssen für Geld. Ich gucke mal kurz in die Karte rein. Also, wir könnten die Kreaturenhöhle machen. Die Schneise des Vergessens würde uns aber ein mehr Upgrade geben, wenn wir dann im Gasthaus sind. Und ja, Bollwerk des Vergessens kommt dann ins Gasthaus. Das wären jetzt zwei fette Kämpfe nochmal hier. Da wissen wir nicht, was kommt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir möglichst wenig von dieser Abscheu haben. Deswegen gehe ich jetzt einfach in die Schneise des Vergessens. Und hoffe, dass meine Leute das überstehen. Guck mal, wie es ist mit Kampf-Items. Alles noch da, gut. Ja, kam eine Weile lang nichts. Aber jetzt spiele ich wieder mal ein bisschen. Damit ihr auch was zu gucken habt. So, jetzt haben wir tatsächlich über 75. Das heißt, ich kann das hier wieder austauschen und gebe das stattdessen Boris, damit er sich hochheilt. Oh, wenn wir mit Boris angreifen, sind die geblendet. Nehme ich sofort mit. Da sind Elite-Gegner. Erstmal sind die geblendet, wir haben alle halbes Leben. Das ist schon brutal. Wir könnten auf ihn erstmal den Dolchwurf machen, damit der hintere auf die Fresse kriegt. Ja, der wird sich jetzt verstärken. Was machen wir jetzt? Wir könnten eine Seuchengranate machen. Dann verliert er seinen Dodge auf jeden Fall. Er hat hier eine starke Abwehr. Ich glaube, ich mache lieber die Abwehr weg. Damit ich dann mit ihm den großen, starken Angriff machen kann. Lass mal den normalen Schlitz machen. Und dann werde ich mit Boris, ich könnte Zuspruch machen, dass der Stress ein bisschen runtergeht, oder verteidigen. Ich glaube, ich verteidige.
Einfach weil wir alle nicht so viel Leben haben, muss ich ein bisschen auf die Defensive achten. Oh, geblendet ist gar nicht gut. Oh, Stress übelst hochgegangen. Ja, der hat jetzt gerade Spott drauf, deswegen musste ich den angreifen. Wir können die Gruppe einmal umstellen. Das ist sehr gut. Dann nehme ich ihm seinen Dodge weg. Jawohl, Boris, block ab. Und dann kann ich mit Dennis den dicken Schuss machen. Und dann ist einer schon mal fort. Das ist sehr gut. Was mache ich Zuspruch? Dann kann ich mich Stück für Stück nach vorne arbeiten. Hat wieder Spott drauf. Jetzt können wir schon Gift hochstecken, das ist sehr gut. Aber die hinten müssen weg. Ich werde trotzdem erstmal den vorne kalt machen, weil der immer wieder spottet. Und im Nachtritual macht er sich auch noch übelst stark. Mega Crit kann er jetzt. Ich gebe ihm einen drauf, damit er seine Rüstung verliert. Zack. Jetzt ist schon mal Schwelle des Todes. Das heißt, ich kann ihn gleich fertig machen. Gleich ist er down. Sehr schön. Sind noch die zwei Leute da hinten, die sich buffen und healen und die Stress verursachen. Ich komme nicht anders als hier ran. Deswegen greife ich die Leiche jetzt an. Ihm kann ich schon mal eine verpassen. So, jetzt müssen wir healen. Erstmal ihn, damit er seine beiden Debuffs verliert. Oh, dann gibt es hier erstmal ein Messer rein. Ja, der hielt sich. 10. Das gab einen guten Gegenschlag. Trotzdem müssen wir erstmal hochheilen. Zack. Der geht rein. Boris kann mir auch eine verpassen, heilt sich dann. Mach ich den Giftwurf. Damit er beim Hochheilen auch noch ein bisschen was verliert. Obwohl die nicht so viel Schaden machen, sind sie trotzdem unheimlich nervig. Gift drauf, aufgeschlitzt. Boris Zuspruch. So, jetzt sind sie ganz vorne, weil die Leichen weg sind. Das heißt, mit Dennis kann ich dann richtig starken Schaden machen. Jetzt hier erstmal ein Dolch drauf. Ah, der hat Spott. Okay, zum Glück ist er weg. Gift rein. Auf die 12 und Mega Shot. So, kann ich noch mal hier benutzen. Ich könnte jeden hier nicht. Nehmen lieber mal die hintere. Oh, jawohl, Crit. Hält sich trotzdem immer noch um 10. Die Fresse! Ausgelöscht. Ich glaube sogar alle außer Boris haben sogar ein bisschen mehr Leben. Hm.
Die brauche ich nicht. Die sind nicht schlecht, wenn man nichts anderes hat, aber jetzt aktuell sind die nutzlos, weil ich schon bessere Sachen habe. Wir könnten einfach den Molotow hier mit reinpacken, weil er sonst nichts hat. Wir werden uns noch ein bisschen heilen auf dem Weg. Und dann kommt ja noch eine Schneise des Vergessens. Jetzt hat mich nur eine Rüstung gekostet, ist nicht so schlimm. Jawohl, ein bisschen Healing. War eine Kerze drin. Oh, Bonus nehme ich mit. Das ist immer gut. So, jetzt muss ich überlegen. Ich könnte auf die beiden hinteren sofort die Dolche schmeißen. Dann ist schon mal Schaden da und die Rüstung weg. Ja, das wird wehtun. Das wird kein leichter Kampf. Jawohl, Boris hat sich auch geheilt durch die neue Sache, die ich ihm gegeben habe. Wenn er Blutung widersteht, heilt er sich. Haut den Verteidiger mit rein. So, ich könnte zwei zielen, aber ich werde die Seuchengranate werfen auf die hinteren. Hier mache ich die Blutung drauf. Ah, er hat schon wieder Spott drauf. Abgewehrt. Megashot! 18 war nicht schlecht. Mach sie rund! Die Buffer müssen weg. Die müssen weg. Okay, er ist in seiner nächsten Runde abgekackt. Hier kann ich drauf kloppen, dann heilt sich Boris noch. Oh, hat schon Bluten 4. Da muss ich gegenwirken. So, du hast noch 10 Leben. Ich werde ihn hier machen. Und kann dann mit Louise einen Schuss machen, dass die dann abkacken. Beziehungsweise er wird auch so abkacken nächste Runde. Oh, jawohl. Doppelangriff. Down. Er hat noch nicht genug Blutungsresistenz. Da muss ich nochmal nachbessern. Zack. Er hat leider auch nicht ganz so viel Leben noch übrig. Jetzt habe ich trotzdem den Konter. Oh, oh! Mega Heal! Das war ja richtig gut. Jawohl. Verliebtheitsziel. Ho, ho, ho. Ich muss das jetzt benutzen, damit Boris nicht zu viel Stress bekommt. Oh, Alter. 29. Ich werde den nochmal mitnehmen, um mich voll zu heilen. Ich kann mich, also Alchemisten, nochmal heilen. Und dann kill ich den. Damit ich noch gut regeneriert bin. So, Widerstand gegen Brand. Rundenbeginn, Möglichkeit auf Tarnung.
Oder wenn man verfehlt, kriegt man diese Schwäche. Was hast du denn? Ich glaube, für die ist das tatsächlich sehr gut. Was war das? Also das ist schon mal nicht schlecht. Plus 20% Schaden in der Tarnung. Wir könnten das mitnehmen. 50% Chance, dass die Tarnung da ist. Oder 20%, dass man 2 bekommt. Ansonsten 15% Chance auf Rundenbeginn Tarnung. Das kann ich gar nicht ausrüsten. Also nehme ich das mit. Ist auf jeden Fall wesentlich besser als der Speed. Den brauchen wir nicht. So, es müsste theoretisch nur noch das Bollwerk kommen, genau. So, dass der Reifen wieder weg. Aber zum Glück gab es ja einen kostenlos. Licht brennt noch gut. Auf ins Bollwerk. Oh, ist ja ein ganz schön Fettsack hier. Ach du Kacke, ach du Kacke, der kann alle angreifen. Das gefällt mir gar nicht. Komm, wir machen das. Ah, sie ist ganz vorne. Das gefällt mir gar nicht, aber sie hat gut Leben. Wir könnten ihm einfach eine reingeben. Okay, er verstärkt sich. Wir können ja auch noch mit Boris sie beschützen zur Not. Ich könnte die beide blenden. Ich werde ihn erstmal anzünden. Okay, es ist nur er. Aber der ist schon mal gut, wenn er geblendet ist. Aber Konter entfernt. Brauche ich jetzt nicht. Ich werde trotzdem ihn verteidigen. Weil sie noch viel Leben hat. Und dann werden wir so ein bisschen durchrutschen. Sehr gut. Abgewehrt, Boris hat sich geheilt, weil er Blutung widerstanden hat. Ja, seine ganze Rüstung weg. Sehr gut. So, Debuffs weg. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich Boris nach vorne bewege. Weil ich erst mit ihm nach vorne gehe, tausche mit ihr und dann werde ich sie zurückschicken. Jawohl, Boris, halt dich hoch. Jawohl! Full Heal. Also ich hab auch ein bisschen Glück heute. So, Festschnitt. So, der müsste abkacken. Kann nur Gift auf ihn machen. Kann man nur Vorsorge machen für alle. Dass sie weniger Blutung und also mehr Blutungsresistenz haben und so weiter. Wenn der den jetzt geheilt hätte, hätte er überlebt. Reingekontert. Gebrochen. Ich werde ihn angreifen. Damit er tot ist, weil sonst hätte er noch überlebt durch das Gift. Tarnung da. So, Boris nach vorne. Und er sollte auf jeden Fall abkacken. Okay.
Da ist der Spott drauf, das heißt, ich muss den Dicken angreifen, das ist aber erstmal nicht so schlimm. Dann werde ich erstmal Gift drauf sammeln. Oh, jetzt haben sie wieder getauscht. Was passiert jetzt? Übelster Widerstand gekriegt. Krass. Also ich glaube, die haben auch ein paar Updates rausgebracht und ein bisschen was geändert. Weil das und diese Verliebtheitsheilung, die habe ich noch nie erlebt. Oder ich habe halt einfach gerade Glück, dass das jetzt passiert ist. Und vorher habe ich es halt nie gehabt, weil die Chance so gering ist. Schlitz. Da war gut gekontert. Ausgelöscht. Sehr gut. Was gibt's hier Feines? Das Kacke. Wenn du bei Crit gibt's Gift. Aus der Tarnung wird ein Gift mehr verursacht. Wenn man Absinth einsetzt, also das Healing von ihr, dann bekommt sie ein Gift. Ich glaube allerdings, ich muss mal kurz reinschauen. Ich meine, hier habe ich zwar eine Chance, dass ich Tarnung bekomme. Ich kann das aber mit dem finstere Nacht, wo ich die Leiche wegmache, sowieso. Und da würde es sogar noch mal, wenn ich aus der Tarnung rauskomme, mehr Gift verursachen. Und bei Kritz auch noch mal. Ich glaube, ich nehme das mit. So, jetzt werden wir diese Teile hier wegschmeißen, weil die kann ich sowieso nicht drauf packen, damit ich Platz habe für neue Items, wenn ich jetzt noch welche bekomme aus den Haufen hier. Aber es lief ja unfassbar gut. Da gab es noch was, ich habe es gesehen. Sehr schön. Ja, ich muss die Krankheit auch wegkriegen von Boris. So, das können wir natürlich hier einfach drauf machen. Zack. Dann 6 Aufwertungspunkte. Also auf jeden Fall warte ich den Festschritt auf, weil den nutze ich auf jeden Fall. Dann werde ich hier aufwerten das Healing. Giftschlag. Hier werte ich die Giftpfeile auf, weil die dann mehr Gift machen. Und das und den Heal. So, die Trophäe muss ich auf jeden Fall reinpacken, weil sonst können wir ja auch nicht zum Endboss, da brauchen wir eine Trophäe. Ich gucke erstmal hier. Wir haben die Gosse, die Gicht oder die Grotten. Erstmal ein bisschen Fressen kaufen. So, ein was kann ich noch kaufen? Also ein was muss ich noch kaufen, damit alle versorgt sind? Das Fass ist sehr gut. Wie sieht es denn aus mit den Beziehungen untereinander? Die haben schon 20. Die haben auch schon 20. Okay. Das heißt, das Fass brauche ich nicht unbedingt. Was gibt es hier noch? Brauche ich nicht.
Mehr Chance auf positive Beziehungen? Nö. Flammenschwund weniger. Ich werde das mal den Whisky einpacken. Ich glaube, die kann ich noch gut gebrauchen. Dartscheibe. Zwei Ziele, 75% positive Beziehung. Ich habe zweimal Whisky. Ich gebe erstmal jedem was zu essen. So, Boris kriegt das. So. Du brauchst noch mit Barbara Beziehung. Ich glaube, ich nehme so ein Fass. Ich glaube, ich kaufe so ein Fass. Guck mal, wie es funktioniert. Ja, nicht ganz, was ich mir erhofft hatte. Muss ich die beiden wieder verbessern. Weil die müssen auf jeden Fall zusammen gut arbeiten. Jetzt können wir die beiden noch. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall gebe ich ihm das. So, wir haben mehr Flamme. Hier muss ich einen. Hier kann ich einen freilassen, weil ich einen bekomme, wenn ich weitergehe. Ja, aber sonst bringt mir kaum was, ne? Sonst bringt mir wirklich kaum was. Also der Heal. Den Heal, den könnte ich hier noch draufpacken auf ihn, weil er hat ganz schön was abgekriegt. Kritischer Heal. Aber sonst würde ich tatsächlich die Knete aufheben. Weil wenn ich über 75 komme, ist ja dann Dennis wesentlich stärker. Ja. Schon 27 Minuten aufgenommen. Das heißt, war mal eine kurze Runde. Ein paar Kämpfe waren dabei. Ich bin weitergekommen. Ist aber ein guter Punkt, das Video erstmal zu beenden. Damit es nicht ganz so lang wird, teile ich das dann immer so ein bisschen ein. Deswegen lassen wir es heute dabei. Ihr guckt weiter. Lasst ein Like da. Schaut euch die anderen Darkest Dungeon Videos an. Und bis dahin wünsche ich euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.